Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, da heißt es weiter, und der siebte Engel stießen die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und manche Christen, die noch nicht wirklich darüber nachgedacht haben, vielleicht liest du das Buch der Offenbarung das erste Mal, das ist in Ordnung. Manche Christen werden dann vielleicht ein bisschen stutzig an der Stelle. Erst in der Zukunft wird Gott die Königsherrschaft antreten? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Was die logische Schlussfolgerung daraus ist? Dass Gott jetzt nicht über diese Erde herrscht. Ich meine, wenn Gott erst in Zukunft seine Königsherrschaft antreten wird, wenn Jesus erst in Zukunft sein Reich aufbauen wird, erst in Zukunft seine große Macht an sich nehmen wird, dann regiert jetzt jemand anderes auf der Erde, oder? Nun, die Bibel spricht von dem Gott dieser Welt. In 2. Korinther 4, Vers 3. 2. Korinther 4, Vers 3, da heißt es, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. 2. Korinther 4, Vers 4, schau, was da steht. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Siehst du, der Gott dieser Welt, wer ist das? Das ist der Satan, das ist der Teufel. Und da sehen wir auch wieder, es ist von dem Gott der Welt die Rede. Ist damit wirklich Gott gemeint? Nein, es ist der Teufel gemeint. Hey, Gott will, ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Teufel will das nicht. Der Teufel ist es, der Menschen verblendet, sodass ihnen eben nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus aufleuchtet. Der Gott dieser Welt, in Anführungszeichen, das ist der Teufel. Warum Gott dieser Welt? Nun, weil der Teufel eben den Anspruch hat, wie Gott zu sein. Davon spricht die Bibel. Ja, genauso hat er das zu Adam und Eva gesagt. Ihr werdet wie Gott sein. Das ist, was der Teufel will. Er hat sich gegen den Herrn erhoben, wollte sich zum Allerhöchsten machen und Gott lässt den Teufel in seinem Hochmut, in seinem Stolz gewähren und lässt ihn Gott dieser Welt sein. Mit dieser Welt ist einfach so diese weltliche, vergangene, verfallene Welt gemeint. Schau, die Bibel sagt in Hosea 8, Vers 4, viele Christen haben eine falsche Vorstellung dazu, zu diesem Thema. In Hosea 8, Vers 4, da heißt es, sie haben Könige eingesetzt, ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich es billigte. Nicht jeder König, nicht jeder Herrscher, nicht jeder Präsident ist von Gott eingesetzt. Es werden auch einfach mal so gottlose Personen eingesetzt. Gott lässt das zu, sicher. Aber die Bibel sagt, sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen. Nicht jeder König, nicht jeder Präsident ist von Gott eingesetzt. Nein, Gott regiert noch nicht über diese Erde, sondern Gott lässt den Satan walten.